Egal ob Eigenheim, Miet- oder Eigentumswohnung. Die Menschen spüren schmerzhaft, dass die Kosten in den letzten Wochen und Monaten explodiert sind. Weil Lohn oder Gehalt da nicht mit Schritt halten können, werden die Sorgenfalten größer. Dazu noch die Angst, Putin könnte den Gashahn völlig zudrehen. Werden wir uns Wohnen im kommenden Herbst-Winter also überhaupt noch leisten können? Ja, es ist keine leichte Situation momentan. Man merkt, dass eine Kriegspartei eben jetzt auch die Energielieferungen als Instrument einsetzt. Wir versuchen uns vorzubereiten darauf. Politisch versuchen wir auf europäischer Ebene alles, aber zum Streiten tut es einer, zum Gürt werden brauchst zwei, heißt es landläufig. Also es ist nicht davon auszugehen, dass die Energiekosten wieder dorthin kommen, wo sie waren in kürzerer Zeit. Viele sind geschockt, wenn derzeit die Stromrechnung ins Haus flattert. Schon im Herbst letzten Jahres sind die Stromgroßhandelspreise stark angestiegen. Die heimischen Energielieferanten kommen daher um Erhöhungen einfach nicht herum. Es gibt aber auch da Unterschiede. Wir haben jetzt bis Jahresende die Situation, dass die Kundinnen und Kunden der Marke Energie AG beispielsweise beim Strom im Schnitt im Jahr gut 100 Euro billiger sind als jene Anbieter, die Gratismonate vergeben. Wir haben in Oberösterreich von einem Mitbewerber mit 1. Juli eine deutliche Erhöhung. Bis Jahresende ist bei uns da ganz sicher nichts. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie geht es an den Großhandelsmärkten weiter? Und das ist derzeit die große Glaskugel. Eine Glaskugel, die derzeit noch nichts offenbart. Auch die europäischen Regierungen sind unter Druck. Überall in der EU stöhnt man unter den stark gestiegenen Energiekosten. Daher gibt es ja diese Entlastungspakete, die wir mit dem Bund gemeinsam verhandelt haben, wo eben wirklich geholfen wird, wo es eben wirklich Unterstützungsmaßnahmen gibt. Ungefähr zwischen 1.500 und 2.000 Euro Erleichterung durch die verschiedenen Bundespakete. Das soll dazu dienen, dass die Leute auch gut über den Winter kommen. Wohnen beginnt aber auch bei der Wohnraumbeschaffung. Die OE Wohnbau ist als gemeinnützige Gesellschaft schon vom Gesetz her verpflichtet, darauf zu schauen, dass Wohnen leistbar bleibt. Die gute Nachricht ist jedenfalls, dass alle jene, die sich für eine Wohnung entschieden haben, die im gemeinnützigen Segment errichtet worden sind, sind auf der sicheren Seite. Eher auf der sicheren Seite, weil diese Preisstabilisierung sich auch in dieser Situation weiterführen wird. Das heißt, die Teuerung wird dort auch etwas abgeschwächt werden durch gute Finanzierung und der Zuhilfenahme der Wohnbauförderungsmittel des Landes Oberösterreich. In jedem Fall wackelt aber die Faustregel, nach der wir maximal ein Drittel unseres Nettoeinkommens fürs Wohnen inklusive Heizen, Strom, Telefon und Steuern ausgeben sollten. Das nämlich geht sich bei immer mehr Menschen nicht mehr aus.